Das ist John Doe. John ist ein Entwickler in einem Unternehmen. Doch er hat ein Problem. Er soll die Prozesse des Unternehmens mit spielerischen Elementen bereichern. Dafür möchte er Gamification verwenden. Dies soll in möglichst kurzer Zeit geschehen. Er überlegt, was er benötigt. Auszeichnung. Punkte. Oder Aufgaben. Doch er stellt sich die Frage, ob das schon alles war. Genügend Punkte und Rewards? Welche Features werden noch benötigt? Wie soll er das in möglichst kurzer Zeit schaffen? John sucht im Internet nach einer Lösung und findet KinBen, die Open Source Gamification Engine. Die Engine erlaubt das Erstellen von neuen Spielern. Beliebige Aufgaben können erstellt und abgespeichert werden. Diese bilden die Ziele. Wird ein solches Ziel abgeschlossen, wird die entsprechende Belohnung erhalten. Des Weiteren erlaubt sie eine Userverwaltung, die gewährleistet, dass nicht alle Benutzer alle Aufgaben abschließen können und somit verschiedenen Rollen unterschiedliche Ziele vorzugeben. Die Mitarbeiter können in Gruppen zusammengefasst werden und gemeinsam ein Ziel als Team erreichen. Die Mitarbeiter können sich kleine Geschenke zusenden, um diesen eine Freude zu machen. Als Belohnung kann auch eine virtuelle Währung erhalten werden und wieder investiert werden. Zum Beispiel können die enthaltenen Münzen investiert werden, um eine wohltätige Spende durch die Firma zu unterstützen. Weiterhin können die Münzen dazu verwendet werden, im Marktplatz Aufgaben für andere Mitarbeiter anzubieten oder den Wert der Aufgabe zu erhöhen. Zum Beispiel: Der Müll steht schon längere Zeit im Büro und stinkt. Jane ärgert sich darüber, möchte ihn aber ungern selber hinausbringen. Sie stellt diese Aufgabe in den Marktplatz ein. John unterstützt das Angebot und erhöht das Gebot. Max nimmt das Angebot an, bringt den Müll raus und erhält die Belohnung, damit ist die Aufgabe erledigt. KinBen ist ein Open-Source-Projekt, das einen RESTful-Service bereitstellt. Die Kommunikation erfolgt dabei über HTTP-Anfragen, die John an die Engine stellt. Die Antwort erhält er im JSON-Format. John stellt es frei, welche Geräte er dabei verwenden möchte. Sie müssen sich nur mit der Engine synchronisieren lassen. So hat John viel Zeit erspart, die er nun besser nutzen kann. Weitere Informationen bekommen Sie online.